Boah, hallo und herzlich willkommen zurück zu Westland 2. Ich bin hier noch ein bisschen im Kampf drin gewesen in der letzten Folge. Nee, weißt du vielleicht noch? Kannst dich vielleicht noch grob dran erinnern, so ein bisschen. Und wir müssen hier gerade mal probieren, ob wir die vielleicht noch ein bisschen weiter im Zaum gehalten kriegen, die Bubis hier. Immerhin. Na, immerhin. So. Glück gehabt. Erster Treffer, zweiter Treffer, dritter Treffer. Supi. So muss das hier laufen. Schade, das war's dann erstmal. Muss auf den Falschen geschossen. Ich hoffe, der kommt nicht an. Oh ja, das wäre jetzt der ideale Punkt für eine Sprengoption. Ja, würde ich mal sagen. Gut Holz. Und können wir nach hier hin. Zug beenden. Und nicht mehr aufs Gott schießen. Nein! Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie repariert kriegen hier. Plus 54, immerhin etwas. Wir kriegen nochmal einmal abgedrückt hier. Die Waffe wechseln verbraucht hat nicht. Oh Gott. Huch! Ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal massiven Damage hier ne, gemacht, weiß ja. Holy moly. So, jetzt müssen wir wirklich ganz genau gucken, dass wir alles getimt kriegen. Kriege ich irgendwas ausgenockt? Also schon mal nicht. Aber ist fast tot. Den Rest müssen wir nicht hinkriegen. Komm schon, flieg ihn zusammen. Daneben. Mit bloßen Händen getötet, ist auch nicht schlecht. Na komm schon. Boah, das war jetzt aber. Spiel speichern. Speichern wir ganz kurz eben auf 3. Oh Mann. Traurig, traurig. Tja, erstmal nachladen mit allem an. Dann heißt es jetzt erstmal ein bisschen Pflaster verteilen, würde ich sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich benutze jetzt gerade übrigens die Tasten der MMO-Maus, die ich ja neu habe. Und das ist ganz praktisch. Jetzt kann ich nämlich hier quasi durch Drücken der Seitentasten einfach direkt auswählen, was ich benutzen möchte. Das ist eigentlich ganz geil. Es geht halt auch bis 12, das heißt, ich kriege damit eigentlich alles abgedeckt. Ohne dass man da irgendwie großartig durchgehen müsste. Kann ich natürlich auch mit den Tasten hier, aber
So geht es halt dann doch ein bisschen schneller. Dann kann ich nämlich hier sagen, zum Beispiel 1 auf ihn und dann geht das auch mit 3 eventuell. Ne, das geht nicht, da muss ich dann draufklicken. Das heißt, ich könnte das jetzt komplett im Prinzip theoretisch komplett ohne Tastatur benutzen. Ohne nennenswerte Problemchen. Und naja, ich muss mich halt nur mal dran gewöhnen, das ist halt echt ungewohnt irgendwie. Warum ich das gemacht habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß warum. Erstens, weil meine Maus ein bisschen kaputtig war und weil, naja, die von meiner Frau halt auch ein bisschen kaputt war. Und die sich, die bestellt hatte und die ganz gut war. Tatsächlich. Und deswegen habe ich mir die dann halt auch geholt. Einfach weil sie es irgendwie anbot. Was haben wir denn hier? Glasscherben, okay. Natürlich das gute alte Dachsfell. Die Dachshoden. Wer möchte sie nicht haben? Und eine Lore-Rakete. Die kriegt natürlich eher hier in die Hand gedrückt. 9 mm Munition. Ist das für sie? Ich hoffe, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und natürlich das menschliche Herz. Ach toll. Hör mal, wer sowas nicht hat, der ist aber auch schon raus, nicht? Also, muss man ja mal so sagen. Panzertape und Schrott. Seid ihr wahnsinnig? Was sagt denn die Wahrnehmung dazu? Einige Kohlen glühen noch unter diesem langsam abkühlenden Kochkessel. Genau am Grunde könnt ihr eine Glasschüssel ausmachen, die mit gelber Gelatine und einem weißen Schaum drauf gefüllt ist. Ein angenehmer Geruch steigt aus dem Kessel auf. Aha. Bananenpudding. Moment, kriegt sie mal gerade. Jetzt über so kleine Kistchen, aber drankommen tun wir das scheinbar nicht, ne? Eine Kiste, vielleicht sind Schätze drin. Gucken wir doch mal. Sehr schön. Mir tut es hier ein bisschen leid um die Dame, muss ich ehrlich sagen. Ach, warum muss diese Gewalt immer sein? Warum muss diese Gewalt immer sein? Naja, gut. Sprechen wir nochmal mit Tom. Okay. Na gut, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Lass mal in Ruhe seine heißgeliebte Frau beerdigen. Das ist traurig, ist sowas. Aber na gut, was wir zu machen. Das Leben ist halt hier kein Ponyhof. So. Dann probieren wir es nochmal neu. Oh, sehr schön. Wir sind drin. Das heißt, jetzt speichere ich auf jeden Fall mal eben schnell. Denn eine Kiste, vielleicht sind Schätze drin. Und davon ganze 2. Eine Falle, das heißt, die benutzen wir mal eben. Sehr schön. Ach, eine Mexikanerjacke, die wollte ich auch schon immer mal haben. Verdammt. Powerhandschuhe, ha? Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das kein Schrott ist, aber okay. So, dann würde ich sagen, flick ihn noch mal eben schnell zusammen. Wir hatten noch mal viel mehr Erste-Hilfe-Kits, oder nicht? Wir werden sehen. Hier haben wir auf jeden Fall alles ordnungsgemäß jetzt gerade durchforstet. Das heißt, wir können. Warte mal, ging es hier auch weiter? Ne, hier ging es auch weiter. Vielleicht kommen wir dann jetzt auch dahin. Spinnen wir noch ein bisschen unschlüssig. Hier ist ein Tor, da müssen wir irgendwie früher oder später mal durch. Salt, Bruder Jones. Kirchenpolizei, Kirchenpolizei. Okay, das heißt, dann gehen wir am besten gleich erstmal hier lang und da lang. Das machen wir vorher nochmal ganz kurz eben einen Shave Game. Nein, das hat nichts mit Rasieren zu tun an sich. Denn wir wollen das Tor hier aufmachen. Da ist erstmal eine Falle dran, die müsste Rifey mir ganz kurz eben entschärfen. 30
30%, oh, das war viel, ey. Egal, wir probieren es trotzdem mal eben. Schade. Na komm schon. Jetzt haben wir eine schöne Hütte, die würde ich gerne untersuchen. Gleich macht es bestimmt Bumm. Okay. Bei genauer Untersuchung des Sound findet Ralphie ein Schloss. Da. Achso, unmöglich. Unmöglich? Aufschweißen. Aufknipsen. Aufbrechen. Okay, da kommen wir jetzt erstmal noch nicht dran. Gut zu wischen, dann gehen wir vielleicht einfach mal weiter in diese Richtung hier. Hm? Vielleicht, junger Mann. Outpost 2 calling Titan Base. Outpost 2, go ahead. Just let Clyde through. Water truck's on the way. Ja, ihr dürft sofort weiter erzählen. Ich wollte nur schon mal dieses entsafte Ding hier speichern. Outpost 2, good to hear. Report log. Okay. Hier haben wir nichts, glaube ich. Nee. Was haben wir hier? Ihr werft ein Auge auf die geschmolzenen Waffen und die Überreste der Uniform an den Leichnam. Ihr erkennt zwar kein Abzeichen, aber diese Männer sind definitiv nicht eure normalen dilettantischen Banditen. Hey, ihr da, halt! Ich brauche Hilfe! Okay. Vor euch, auf einem Stapel Holzkissen, sitzt ein kleiner Latino in den Roben der Atompilzdiener. Neben den Kisten wurde ein quadratisches Loch in den Boden gegraben und Hacken und Schaufeln liegen herum. Ungefähr 9 Meter hinter dem Mönch auf den Kisten könnt ihr einen frischen und sehr radioaktiven Krater mit einigen verkohlten Leichen drin erkennen. Als ihr näher tretet, springt der Mönch von den Kisten und winkt euch zu. Er scheint sich unbehaglich zu fühlen. Mhm. Dann reden wir doch mal mit ihm. Bruder Chavez, ihr seid Ranger, richtig? Gut, ich kann euch vertrauenswürdige Leute gebrauchen. Hört zu, ihr müsst zum ersten Außenposten östlich von hier gehen und Bruder Frank sagen, dass Bruder Chavez auf eine ganze Langweilung Tribut setzt und dringend einen Wagen benötigt, um ihn zum Tempel zu bringen. Ich kann nicht selbst gehen, ich muss die Kisten bewachen, bevor noch jemand auf die Idee kommt, sie zu stehlen. Habt ihr das alles? Dann geht jetzt, beeilt euch. Moment mal, Freundchen. Also, in diesem Ton schon mal gar nicht hier, ne? Als erstes unterhalten wir uns mal ein bisschen hier, Kollege. Also, die Männer, die euch angegriffen haben, haben Uniform getragen. Uniform? Ich habe keine Uniform gesehen. Das waren Plünderer, sonst nichts. Wer hat diesen Krater erzeugt? Plünderer haben versucht, uns die Kisten wegzunehmen. Das ist das Ergebnis. Bruder Lundquist ist in die Mitte gegangen und hat sich in die Luft gejagt. Er hat sich geopfert, um unser Eigentum zu schützen. Ihr seid schon merkwürdige Burschen auch, muss man sagen. Was hältst du von den Desert Rangers? Sollen aufrichtige Menschen sein, wie man hört. Ich bete, ihr gehört zu den Besten eurer Art. Wo ist Außenposten 1? Es ist unser erster Kontrollpunkt entlang der Schluchtstraße. Nur ein paar Minuten in Richtung Osten. Bitte meldet euch dort. Erzähl mir von Bruder Franks. Er ist der dienstälteste Bruder am Außenposten. Sagt ihm, ich brauche einen Wagen. Wer bist du? Ich bin Bruder Raphael Chavez, ein Atompilziner. Ich bitte euch im Namen des Titans, geht zum ersten Außenposten. Was ist mit Tribut? Titan verlangt Tribut von allen, die durch sein Land reisen. Aber die 10 ist nicht erdrückend. Erdrückend, ja. Der genaue Preis ist abhängig davon, was eine Reisegruppe entbehren kann. Entrichtet ihn und ihr könnt den Tempel betreten. Was ist mit Tempel des Titan? Der Tempel des Atompilzes, Heimat unseres Ordens und unseres Gottes, Titan. Diese Kisten müssen zur sicheren Aufbewahrung dorthin gebracht werden. Wir können die Kisten für dich bewachen. So redlich der Ruf der Ranger auch sein mag, das kann ich unmöglich anvertrauen. Ich muss bleiben und ihr müsst gehen. Bitte, ich möchte nicht länger hier bleiben als unbedingt nötig. Was ist denn in den Kisten? Sie enthalten nichts, das euch interessieren würde, bloß Vorräte für unser Krankenhaus. Trotzdem kann ich sie nicht unbewacht lassen. Wie ihr sehen könnt, haben Plünderer schon einmal versucht, sie zu stehlen. Ja, und weiter im Dialog geht's in der nächsten Folge. Wenn
wir mit dem Typen hier reden und gucken, ob wir ihm denn helfen wollen oder ob wir ihn vielleicht erlösen. Das Problem an der Geschichte ist nur, der wird wahrscheinlich auch so eine Krachbombe nicht dabei haben, die er im Zweifelsfall halt hochjagen wird. Aber naja, wir werden sehen. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident 2 hoffentlich wieder. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und keine Ahnung, einen guten Mittag. Also, bis dann. Tschüss.